Herzlich willkommen zurück zu das Schwarzauge Schicksalsklinge. In der letzten Folge haben wir, hat unsere Gruppe, ist unsere Gruppe in Otaria angekommen und hat erstmal die Waren verkauft, das kaputte Schwert von Gabriel zum Schmied gebracht und Rayano beschließt jetzt: Hey Jungs, lasst uns doch mal noch mal einmal im warmen Bette schlafen. Bevor wir wieder aufbrechen und uns das letzte, hoffentlich die nächste Stück der Karte holen. Damit der Hetman auch bald wieder zufrieden wird. Und somit geht zustimmend, brummelnd und murmelnd: Ja, das ist eine gute Idee. Ha, und endlich wieder im Bett schlafen. Ich nehme wieder den Strohz, den lieber die Scheune oder das Beet, meint der Gabriel. Geht die Gruppe zur Herberge. Zur nächsten Herberge, die sie finden. Dort noch einmal schön lange aus. Noch vor Sonnenaufgang ist die Gruppe am nächsten Tag wieder wach, aber sie haben ja schon lange geschlafen jetzt. Nichtsdestotrotz gehen sie sofort. Hey, ihr beiden Blechbüchsen, ich hoffe, ihr seid nicht so blitzanziehend. Das könnte. Sonst sehr unangenehm für euch werden, wenn ihr von einem lustigen Blitz hier erschlagen werdet. So wandert die Gruppe zurück zu ihrem Spiegel. Da haben wir das Schwert abzuholen und dann natürlich sofort weiterzuleiten. Der Waffenhändler da, Rayane, jetzt verlauf mich mal nicht schon wieder ständig. Der Schmied ist da vorne rechts um die nächste Ecke. Warum weißt du das denn nicht? Ich dachte, du bist hier die Orientierung. Professionelle. Ha! Und als sie schon um die Ecke kommen, winkt ihnen der Schmied schon zu. Hey, ihr kommt genau recht, ich bin fertig. Mit diesen Worten überreicht der Schmied zwar. Gabriel nicht reinnehmen kann, weil ich dabei habe. Eldariel reicht einmal sein Pfeil rum. Und verteilen wir das mal Arme untereinander. Ach, tja, das muss man auch immer so. Hey, Dragan, ich hab auch etwas Platz. Pfeile her, meine Liebe. Kann ich noch mitschleppen? Ein paar Pfeilchen drin. Leere. Da haben wir wieder dann zwei hinter uns stehen. Hey, willst du nicht mal lieber auf dein Einhandschwert nicht mehr zurückgreifen? Das zerbricht wenigstens nicht so oft, mein Dragan. Weiß, vielleicht finden wir hier. Vielleicht auch noch. Das ist nicht so aufgeschrieben. Rayane packt hier ziemlich abonniertes, durchnässtes. Das Buch hat aus. Tarie. Durch die Folge versteckt ihr das Brot dran. All ihr Bäume sind in der Höhle drin. Die Höhle haben wir schon gefunden. Weiter. Löst man das hier ein Problem? Da ist auf Gott gewollt, bereits die Krankheitsanfälle fälliger Helden der Gruppe.
Wie wäre es, wenn wir als nächstes nach Bremen reisen? Das ist wieder eine etwas größere Ansiedlung, fragt sich Rayane. Hier in Bremen wohnen die Männer und Frauen, die sie für die Waren erben, der alten Jaldinger halten. 2300 Menschen, die gesamte Axt, allesamt Axt und Bierhumpen gleichermaßen gut führen können. Und ich denke, das ist nicht die schlechteste Idee, meint Eldariel. Dann lasst uns erst nach Skjall reisen. Von Skjall, einem kleinen Hafen an der Mündung von Skjaval aus, lassen sich viele Orte am Golf von Bremen erreichen. Die etwa 350 Einwohner sind alles Torwaller von echtem Schrot und Korn. Schon nach kurzem Reise schließt die Gruppe eine kleine Rast. Oder eher doch weiter zu reisen. Was erzählst du da wieder, du doofer Erzähler? Du hast doch auf Nein geklickt. Ihr seid so erschöpft, dass es kein Weiterkommen mehr gibt. Ihr schlagt daher an Ort und Stelle euer Lager auf. Reisen bei Nacht und am Gewaltmarsch sind sehr anstrengend. Ihr solltet diese daher nur mit Maß und Ziel unternehmen und danach ausgiebig rasten. Los, lasst uns rasten. Ah, ich habe einen kleinen Hasen erlegt, freut sich Eldariel. Der sollte für unsere Reise wieder eine Weile reichen. Und die Gefräßigen unter uns ihren Hunger stillen. Weiter geht es. Auch bei Sturm kommt die Gruppe wieder nur sehr langsam voran und beschließt deshalb wirklich früher zu rasten. Unter strömenden Regen gehen die beiden versorgenden Helden natürlich wieder auf Kräuter und Essenssuche. Jane, jetzt hör doch mal auf, mich hier ständig vollzupacken. Und sie drückt es dem neben ihr stehenden Tierhalf in die Hand, der grunzend umgesammelt hat. Also ich brauche nicht auch noch was. Hier, Druiden, nimm das mit. Das kann ich tatsächlich noch mitnehmen. Dragan ist eine echte Belastung heute. Schon seit Sonnenaufgang jammert er über Kopf- und Gliederschmerzen. Tiafs Angebot, die betreffenden Teile mit einer scharfen Axt zu entfernen, damit endlich das Getäter aufhört, lehnt Dragan aber kategorisch ab. Es war einmal an der weiten See. Das ist aber eine lange Reise. Noch bis Sonnenuntergang weiterreisen, dann können wir wirklich rasten. Euer Anführer fordert euch auf, stehen zu bleiben. Am Boden ist eine schwache Fährte zu erkennen. Doch wollt kurz, ihr... Bevor das Lager aufgeschlagen wird, bemerkt Feldariel tatsächlich eine Fährte. Los, die untersuche ich genauer. Und da ist der Elf schon wieder im nächsten Gebüsch verschwunden. Die Spur ist nicht sehr deutlich. Es sieht aus, als wäre hier ein Gegenstand über den Boden geschleift worden. Trittspuren im eigentlichen Sinne sind nicht zu erkennen. Was ist das denn Seltsames, fragt sich der Elf. Hier ist niemand langgelaufen, aber irgendwie ist es lang geschleift worden. Soll das Nach einiger Zeit häufen sich am Boden und in den Zweigen klebrige Fäden. Offensichtlich Teile eines Spinnennetzes. Uah, Spinnen! Ihr erreicht ein kleines, tief eingeschnittenes Tal, dessen Eingang von einem riesigen Spinnennetz versperrt ist. Im Hintergrund erkennt ihr eine Höhle. Spinnen sind nicht zu sehen. Wollt ihr... Natürlich sind die von Heldenmut getriebenen Krieger schon wieder voran, bevor die Stimmen der Vernunft sie aufhalten können und dabei die Höhle zu erforschen. Wartet doch mal, nein! Die Alf, Gabriel, warum seid ihr schon wieder in der Höhle? Ja, und bei den Spinnen fühlt sie sich noch weniger wohl.
so unwohl, dass sie glatt nur noch den Blick auf den Boden richten mag. Los, die erkunden wir aber schnell. Müssen wir hier sein? Jammert Rayane. Natürlich müssen wir. Hier riecht es nach Heldentaten. Onward. Vorwärts, ruft Tialf. Und schon in der nächsten Ecke stoßen sie. Nanu, was soll denn hier sein? Warum hast du uns angehalten? Wir rufen, dass hier ein Gegner ist. Hier ist doch gar nicht. Die Gruppe sieht sich verwirrt um, was denn hier wäre. Als sie plötzlich ein Kultist aus dem Gras heraufspringen sieht. Ah, meint Eldari, als er gerade so einen Schlag zu Kultisten entgehen kann. So einer. Nach kurzem auf den Kultisten eingeschlagen, ohne dass dieser sich großartig wehren kann. Denkt ihr auch schon. Ha! Gift! So etwas ist Rondra nicht gefährlich. Warum nimmst ihr das mit? Meint Gabriel, als er sieht, wie die Giftfiole in dem Mantel umhängen. Oben umhängen, Rayanes verschwindet. Hier führt eine Leiter in die Tiefe. Wollt ihr? Nein, wir schauen uns die Leiter noch nicht an, denn. Guck mal an! Trotz hier Angst. Hier führt eine Leiter. Rayane schon so begeistert von der Entdeckung der Truhe, dass sie auch sofort. Selbige mitnimmt. Oh, meint Gabriel, als er sieht, wie Tialf sich das Amulett entcheckt. Das war doch das Auge Praios. Ich wette, dieses Amulett wird uns bestimmt noch viel Gutes bringen und es zeigt, dass die Götter auf unserer Seite sind. Vor allem Praios. Gruppe sucht weiter den oberen Stock weg. Hier. Finden bestimmt noch weitere solcher Schätze. Besten na, sowas. Diese Wand hier scheint nicht echt zu sein. Natürlich sollten wir dieses Amulett der Praios-Kirche zurückzubringen. Ich wette, es wurde gestohlen, meint Gabriel. Als Eldariel sich Tasten an der Wand entlang plötzlich durch eine Wand einfach durchfällt. Hey, hier ist gar nicht echt. Kommt durch. Hier ist alles okay auf der anderen Seite, aber es geht noch weiter. Vor der Wand steht die Statue einer Spinne mit menschlichem Kopf. Aus dem Rücken der Spinne ragen mehrere Hörner. Offensichtlich das Bildnis eines Dämons. Auf dem Sockel sind in einem Heptagramm die 7 Buchstaben S, N, A, T, C, A und M angeordnet. Ach sowas. Na sowas. Diese Wand hier scheint nicht echt zu sein. Wir sind einem Dämonenkult schon wieder auf der Spur. Ach, schon wieder einer? Mein Vieh hat gelangweilt. Hast du denn gelangweilt hier? Erst finden wir ein geraubtes Preis-Exemplar, dann den Beweis für namenlose, dämonische Umtriebe. Los! Du könntest ja glatt von der Praios-Kirche sein, schaut sich Draga an, misstrauisch den so motivierten Krieger an, als Eldaria schon wieder eine nicht vorhandene Wand findet. Aber diesen Dämon... Vor der Wand steht die Statue einer Spinne mit menschlichem Kopf. Aus dem Rücken der Spinne ragen mehrere Hörner. Vorsichtig sei, nicht, dass wir hier einem Dämon in die Arme laufen. Offensichtlich das Bildnis. Ein gehörnter Dämon ist, haben wir keine Chance. Auf dem Sockel sind in einem Heptagramm die 7 Buchstaben S, N, A, T, C, A und M angeordnet.
Höhlenspinnen! Oh nein, denkt sich Rayane. Los, die machen wir im Nu platt! Natürlich wird Rayane gebissen und oh, ich fühle mich überhaupt nicht so gut. Oh, schau mal, was da glitzert, Rayane. Ich wette, das wird dir bei der Heilung helfen. Schau mal hier, du kleine Elster. Kragan macht unterdessen, während Sinter sie ablenkt, sich dazu bereit, einen Zauber. Clarum purum. Sie zu sprechen, der ihr das Gift beseitigen soll, was ihm auch gelingt. Ariane fühlt sich trotzdem nicht so gut. Ich glaube, das war ein bisschen spät, Ragan. Ich fürchte, das Gift hat schon gewirkt. Na super, wir sind also in eine Höhle geraten, in der es Spinnen gibt, denkt sich Gabriel, die unsere Leute auch noch vergiften. Und wir haben keine Ahnung, was es ist und wahrscheinlich sind es auch noch Dämonen hier. Das war mal wieder eine super Idee. Oh, mit diesem Schlusswort von Gabriel beende ich die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mach's heute ein bisschen kürzer, weil ich ein bisschen neben der Spur bin. Und man sieht sich dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss.